Das hier ist Bruno, der kleine Trodon. Dieser hat leider gerade seine Familie verloren, gegen die fiesen Gullis da auf der anderen Seite. Aber er konnte zum Glück noch flüchten auf die andere Seite von diesem Wasser. Und jetzt muss er sich ganz alleine hier durch die Nacht schlagen. Aber wir müssen jetzt auch erstmal Nahrung finden, weil wir sind sehr, sehr hungrig. Und es wäre natürlich gut, wenn wir direkt die Diät aufgefüllt kriegen, damit wir schneller wachsen. Na, hier vorne gibt es schon einige Diäten. Ist gar nicht so schlecht. Ich werde erstmal zu dem Ester gehen, weil bei den Strichen bin ich mir nicht sicher, ob das im Wasser ist. Das ist ja oft das Problem. Kein Plan, was das ist. Kann man nicht wirklich erkennen, aber wir fressen es einfach. Ich glaube, ich esse gerade das Falsche, weil hier sind mehrere Leichen ineinander. Ist das hier ein anderer Trodon? Da muss ich halt aufpassen. Okay, wir haben Muscle Spams und es hat nicht geholfen. Wir haben das Essen nicht mal bekommen. Oh Gott, das ist jetzt schlecht. Das macht es auf jeden Fall schwieriger für uns, Freunde zu finden. Also hilft denn das bei unserer Diät gerade nicht? Hier wird doch S angezeigt. Oh, das ist was anderes. Oh Gott. Ein Raptor oder so. Aber auch sehr, sehr schwierig in dem hohen Gras und bei den Höhenunterschieden. Das Pouncen ist halt super schwer. Oh Gott. Es sind mehrere Raptoren. Wir sollten, glaube ich, gehen. Hier vorne ist doch erstmal was. Das füllt auch endlich die Diät auf, das ist gut. Ich glaube, ich werde dann sogar auf die 30% Wachstum nur gehen. Also das heißt hier zweimal das Symbol vollfressen. Das sollte, glaube ich, reichen, weil der Trodon braucht, glaube ich, eh nur eine halbe Stunde mit vollem Wachstumsboost. Dann brauchen wir halt ja, 35 Minuten, 40 Minuten oder so. Das ist schon in Ordnung. Ich hoffe halt, die Muscle Spams gehen weg, weil das ist echt blöd, um halt einen Rudel zu finden. Weil nachher beißt man die dann aus Versehen und dann töten die einen. Komm schon, füll die Diät noch auf, bitte. Ah, hat geklappt. Ja, dann ist es doch jetzt perfekt. Magen gefüllt. Trinken haben wir auch noch relativ viel. Ja, und diese ganzen Werte gehen jetzt auch wieder hoch. Das ist doch super. Das geht jetzt auf 30% wieder hoch, die Grow Rate. Und dann sollten wir schnell wachsen. Ich werde mich jetzt auf die Suche begeben nach anderen Trodons. Also ich werde dann ab und zu mal schreien und einfach mal ein bisschen suchen und hoffen. Oh Gott, bei uns war gerade was. Cerato oder so. Immer schön antworten. Ich hoffe, ich finde die gleich. Das wäre super. Ich habe einen gefunden. Ach, Gott sei Dank. Sehr schön. Ich hoffe, wir finden noch mehr. Das wäre super. Aber so ist schon mal gut. Wir sind übrigens jetzt schon wieder bei 71%. Also es geht so schnell mit dem Trodon. Sehr, sehr entspannt. Gucken wir mal, was hier los ist. Oh Gott. Kleiner Kano. Der wurde fast gefressen. Der wollte gerade unseren Mate schnappen.
Oh, das sind zwei Kanus. Okay, da müssen wir vorsichtig sein. Oh, da wurden wir fast erwischt. Ich weiß halt nicht, ob ich schon Gift machen kann mit 77%. Keine Ahnung. Ich versuche mal dahin zu gehen und ihm zu helfen. Das hat schon mal geklappt. Gott, die sind echt wütend. Oh, das sind so Stecker-Symbole. Das heißt doch, dass da jemand ein Nest baut. Das ist aber interessant. So ein paar Babysnacken? Das wäre auf jeden Fall cool. Ja, guck mal, er hat das gefunden, den Stock. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass hier was genestet hat und die Ceratus das getötet haben. Weil mittlerweile ist ja hier nichts mehr. Und die sind auch weitergezogen. Und ich kann ihm vertrauen. Oh, da vorne ist was auf dem Stein. Raptoren. Da läuft auch irgendwas anderes Kleines. Da sind voll viele. Oh, die greifen da irgendwas an. Wie mies. Ich glaube, das sind Kannibalen. Andere Todons melden sich schon, das ist ganz nice. Ach, da oben. Ach, wie schön. Wir haben einen gefunden. Sind wir schon zu dritt? Und da schwimmt schon mal ein Mini-Croc. Oder liegen einige Crocs? Also sollten nicht ins Wasser fallen. Die sonnen sich da alle. Da schreien noch mehr. Weiß nicht, ob ich das auch will. Na komm, Risiko. Oh, wir haben noch einen gefunden. Die schwimmen jetzt ja auch rüber. Ist ja verrückt. Wir haben es geschafft. Alle vier? Nee, Xar ist dead. Oh nein. Ach, wie ärgerlich. Die Crocs haben zugeschlagen. Greifen wir den jetzt an? Ich wäre voll dabei.
Er greift schon direkt an, perfekt. Aber ist auf so einem Hügel halt echt gefährlich. Und er ist auch tot. Und der nächste Mate auch, ich bin wieder alleine. Oh nee! Okay, dann gehen wir. Alle tot. Innerhalb von ein paar Sekunden. Na super. Hat gut geklappt. Aber wir müssen jetzt wieder Nahrung finden. Wie böse wir jetzt aussehen mit den roten Pfoten und dem roten Mund. Beziehungsweise roten Kopf. Ist ja alles Blut überströmt. Gefällt mir. Der trinkt gerade was. Sind aber, glaube ich, Raptoren. Raptoren habe ich nicht so Bock drauf. Aber ich habe meine Familie verloren, also eigentlich nichts zu verlieren. Oh Gott, die wollen es wissen. Hin und her. Komm wieder auf mich zu. Oh Gott. Oha, aus dem Nichts. Was war das denn überhaupt? Ich konnte es gar nicht erkennen. Da unten ist ja auch wieder richtig Kroko-Party. Die sind da alle friedlich am Chillen. Aber da hinten läuft auch irgendwas Kleines. Seht ihr das? Ich glaube, das will ich gern jagen. Was auch immer das ist. Sieht nach Beute aus. Das ist so schön beige. Das kann man gut erkennen im Gras. Irgendwas war da, glaube ich, unter Wasser. Ich weiß es nicht. Egal, wir haben es überlebt. Alles gut. Nichts passiert. Ich habe leider keine Ahnung, wo der hin ist. Aber ich sag mal, glaube ich, den Krokodilen hallo. Mal gucken, wie die reagieren. Es könnte gefährlich werden, aber ich hoffe einfach mal, dass die chillen, wenn ich da hingehe und springe. Vielleicht kann ich mich anfreunden. Oha. Ich glaube, die wollen keine Freundschaft. Warum sind die so böse? Oh Gott. Nee, nee, nee. Oh, da oben, es steht was. Ist das ein einzelner Raptor? Ich weiß halt nicht, wie gut das ist, der Kampf gegen den Raptor als Troodon. Aber eventuell, wenn ich mich ansneake. Der liegt halt da oben. Hat er mich gesehen? Er schreit wegen den anderen Raptoren, glaube ich. Das könnte gut sein. Er ist abgelenkt. Schade. Ich dachte, er springt runter und bricht sich die Beine. Was fies auf dem Felsen da. Schreit nach Hilfe.
Oh, er ist rübergeschwommen. Ach, schade. Er ist geflohen. Oh, da läuft was. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das sind irgendwelche Babys. Ah, es wird halt gerade auch dunkel. Aber vielleicht ist es auch unser Vorteil, weil wir dann schlechter gesehen werden. Und halt leider zu zweit. Das ist ein großes Problem. Alleine wäre halt einfacher. Aber wenn ich einen angreife, dann definitiv den helleren. Hier ist er. Aua. Oh mein Gott, macht der viel Schaden. Okay, ich gehe. Das ist halt allein als Truhe dann noch so schwierig. Man kann nicht so gut ablenken und dann von verschiedenen Seiten angreifen. 3% Wasser haben wir noch, 40% Nahrung. Also es wird Zeit, dass wir wieder was finden. Aber ich gucke jetzt erstmal, dass die Blutung aufhört und dann gehen wir da vorne was trinken. Auch wenn es da gefährlich ist, aber wir können jetzt nicht mehr so weit wegwandern. Ich bin halt echt gefühlt von fast allem One-Shot. Super gefährlich als Trodon. Ich trinke, glaube ich, mal hier vorne. Ich stehe am Rand und hoffe mal, dass hier nichts ist. Ein Terranodon. Ist er gerade gelandet? Ja, da fliegt er noch. Davon ist er. Sehr schön. Wollten sich gerade in eine Gruppe einladen. Damit haben wir Nahrung. Der andere kreist halt noch über mir. War leider nicht so viel dran, aber sichert ein bisschen das Überleben. Das ist doch nicht schlecht. Da ist was. Kleiner Tenno. Dürfen wir nicht außer Augen lassen. Dahin. Es ist so schwer mit den kleinen Dingern im Gras. Ich werde mal versuchen, die Blutspur zu verfolgen. Ich glaube, der ist in diese Richtung gegangen. Da vorne. Schnell hinterher. Ich weiß gar nicht, ob man die markieren kann, die Blutspur. Oh fuck, ich bin rüber gesprungen. Oh nein. Also auf Schrägen immer echt schwierig. Bin nochmal gebissen. Der weiß das auch mit den Schrägen, ne?
Versuch mal seine Ausdauer ein bisschen zu baiten. Okay, wir haben vergiftet nochmal. Da unten. Er will ins Wasser. Oh nee. Wo rennt er hin? Zu den Crocs. Oh ne, ich habe mich übergeben, glaube ich. Oh, wie mies. Oh Gott. Wie habe ich mich denn jetzt übergeben? Ey, adoptieren die ihn jetzt? Die Crocs verteidigen den. Oh Gott. Als ob die den verteidigen. Kann nicht wahr sein. Und ich habe jetzt hier so einen Hunger. Wir müssen etwas trinken und was essen. Ich glaube, wir müssen rüber. Der Tenno ist nichts mehr. Geh mal hier rüber, das sollte passen, glaube ich. Und dann trinken wir erstmal was. Oh, das ist wieder ein Pteranodon. Er mich angreifen wollte. Ich weiß gar nicht, ob wir den aus der Luft holen können. Wo ist er? Da. Oh Gott, ich habe es nicht gesehen. Ich gehe mal so ein bisschen bergauf. Vielleicht geht das dann, wenn wir schräg laufen. Ja, wir haben ihn. Jetzt haben wir schon mal fressen. Das ist doch sehr gut. Schon wieder übergeben. Hä? Pteranodon ist auch eigentlich eine Diät. Wait. Was habe ich denn jetzt hier gegessen? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht hier schon wieder? Hä? Ich bin ein bisschen überfragt gerade. Eigentlich gehört Pteranodon zur Diät. Ich würde auch gerne mal in die Kommentare schauen, was ich jetzt falsch gemacht habe. Der war doch auch frisch erlegt. Ich hätte vielleicht die Gedärme rausholen sollen. Das wäre noch ganz gut gewesen. Aber ich kann hier immer noch was essen. Hey, habe ich irgendwas gegessen, was direkt daneben lag? Ich weiß es nicht. Soll ich den versuchen zu erlegen? Ist halt gefährlich gegen große Kanus, aber
Ich versuch's einfach mal. Schön ausweichen. Sehr gut, ich glaube, wir haben ihn abgehangen. Ich habe leider nicht viel trinken, also eine lange Verfolgungsjagd kann ich hier nicht machen. Muss mal eben was trinken gehen da unten. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir was fressen finden. Irgendwas frisst hier vorne. Ich glaube, das ist ein Cerato. Wenn das ein kleiner ist, könnten wir es versuchen. Nee, die sind beide nicht klein. Okay, keine potenzielle Beute. Die werden wahrscheinlich auch nichts überlassen, weil die essen so viel. Die essen bestimmt alles runter, sogar die Knochen. Oh, was ist das denn? Haben wir sogar legt. Können wir gut gebrauchen. Wollt aber in diese Richtung, das heißt, da muss noch mehr Nahrung liegen. Weil die Kompis laufen ja immer zu den Kadavern. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir essen, was wir kriegen können, weil der Server ist nicht mehr ganz so voll. Und deswegen wird es halt immer schwieriger mit der Nahrungsbeschaffung. Oh, da ist in die Richtung echt viel. Da sollten wir mal hingehen. Oh. Pachi. Oder ist das ein Raptor mit irgendwas im Mund? Ich glaube, das ist ein Pachi. Wo ist er hin? Ich würde ihn gerne mal attacken nochmal. Oh Gott, er hat uns. So ein Mist, er hat uns leider gesehen. Aber mein Sprung ging dann auch irgendwie nicht durch. Ach, schade, schade. Ja, war vielleicht nicht ganz so klug. Aber ist egal. War eine sehr, sehr coole Runde mit dem Throwdown. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Das würde mich echt unterstützen. Schreibt jetzt gerne mal in die Kommentare, welchen von diesen Dinosauriern ihr als nächstes sehen wollt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.